So, herzlich willkommen zurück bei Warframe zusammen mit Agonize und mit Lukas. Ich weiß nicht, wer von euch in welchem Schiff ist, wo ich hingucken soll. Ich habe das gleiche Schiff wie du. Meins sieht genauso aus. Die Sonne blendet ein bisschen. Auf Ja. jeden Fall, wir wollen endlich mit Quests weitermachen. Ach genau, ich wollte ja am Anfang immer ganz kurz mal durch mein Inventar gehen. Ich werde mein Maximal-Equipment dieses Mal mitnehmen. Das ist zum einen habe ich Equinox mittlerweile. Ich weiß nicht, ich weiß mittlerweile gar nicht, was ich schon gesagt habe oder nicht, weil wir einige Folgen durcheinander aufnehmen. Wegen der Wartezeit dazwischen. Auf jeden Fall, ich habe Equinox mit einem Former nochmal aufgelevelt. Der ist jetzt stärker. Die Kronen Prime habe ich, glaube ich, sogar zweimal mittlerweile mit Former aufgelevelt. Und ich habe viel weniger Leben. Dafür habe ich das Gladiator-Set fast vollständig bei mir eingebaut. Und sollte eine hohe Crit-Wahrscheinlichkeit haben. Und das ist eigentlich ein Manko der Kronen, weil die keine hohe Crit-Wahrscheinlichkeit haben. Jetzt haben sie sie doch. Außerdem habe ich mittlerweile Helios Prime. Und ja, die Quest, die wir heute machen wollen, alle zusammen, ist Quests. Ein Mann weniger Worte. Die Quest haben wir ganz am Anfang von diesem komischen Russenhändler bekommen. Auf dem Relais, auf dem wir ganz am Anfang waren. Ich glaube, das war erste oder zweite Folge. Und konnten die bis jetzt nicht machen, weil sie auf Uranus ist. Wir sind mittlerweile auf Uranus. Wir sind sogar mit Uranus schon durch. Also mit dem Boss und allem. Aber ein Mann weniger Worte. Ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es geht. Rette den Auftragnehmer. Davo braucht wieder deine Hilfe. Rette einen seiner Auftragnehmer vor der Exekution durch die Grenier. Beginnen. Sagt jemand was? Bei Nö. mir nicht. Okay. Aber es ist ja klar. Also der Typ hat gesagt, einer seiner Auftragnehmer wurde gefangen genommen und wir sollen ihn retten. Und jetzt, nach hunderten Stunden später, können Machen wir wir das. endlich, machen wir das endlich. Der lebt bestimmt noch. Haben alle die Quests als aktiv markiert? Ein Mann Ja. weniger Worte. Sehr gut. Nicht, dass sich am Ende einer beschwert, dass es nicht reicht. Ja, das ist ganz lustig. Die Uranus-Quests sind speziell, weil man ab und zu am Tauchen ist und es ist ein bisschen verwirrend hin und wieder. Bin mal gespannt, was wir machen dürfen. Guten Tag. These clods are holding my contractor somewhere in this complex. Please find him. Okay. Okay. Oh, das ist gut. Aufzüge sind für Loser. Ich springe auch schon die ganze Zeit nur runter. Ich trigger den Aufzug immer und spring dann runter. Aber der fährt hoch, der Aufzug. Ach so, das sind zwei Aufzüge. Ja, da Ah. kommt er. Müssen unten lang. Was? Ein Glück, dass sie uns noch nicht bemerkt haben. Wir sind echt sneaky unterwegs. Boom. Ja. Im Moment explodiert neben mir dieses. Ich könnte mal hier Damage machen und so. Alter, what the fuck? Wasser. Wasserrutsche. Okay. Genau das meinte ich mit Tauchen. Wo müssen wir. Warte, wir müssen gar nicht hier Einfach aus dem runter, Wasser, glaube ich, oder? Ne. ne? Ja. Ist aber meistens ein bisschen Loot. Hast du was Interessantes gefunden? Nein. Nur Dreck. Der Wegpunkt will, dass ich durch die Tür gehe hier. Ja, und dann musst du hier lang. Oh, okay. Ja. Warst du hier schon mal? Ich war schon mal in dieser Art von Raum. Hat Ah, auch nur, okay. glaube ich, 5 Minuten gedauert, bis ich es herausgefunden habe, wie ich Ja, aus diesem Scheißraum wieder rauskomme. ich habe halt in die andere Richtung geguckt, weil da der Wegpunkt ist. Das sieht genauso Und aus wie. nochmal. Waren wir hier nicht schon mal? Ja, wir Ach. müssen hier rüberspringen. Ja, ich sehe es auch gerade. Lass mal auf Lukas warten, der ist wieder runtergesprungen. Ja. Oh, ich hasse Feuer.
dass man das auch irgendwie gar nicht kontern kann. What the fuck? Lukas rennt 20 Kilometer weit vor. Wir warten extra. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ja, du bist an uns vorbei in den nächsten Raum und weitergelaufen. Ey, ich musste doch da unten durch diesen Gang. Hab ich Guten gedacht. Tag. Keine Ahnung, ich bin irgendwie. Wie weit runter geht das hier eigentlich? Wir sind ziemlich, ziemlich tief. Get to him quick, before they do their worst. Hä? Warte, lass die Geisel mal erst befreien, wenn der Typ tot ist. Oder? Nee, hä? Der Typ ist doch tot. Der ist schon tot. Dann hacke er. Wir machen diese komischen Kapseln auf. Ah! Davon! Ich mach die andere trotzdem auf. Sie ist leer! Hast du schon deine Primärwaffe gegeben, deine Sekundär gegeben? Ja. No, Clem. No, they don't have your account. Just follow the Tenno, okay? Just follow the Tenno. Folge dem Tenno. Welchem Tenno? Den Tenno oder zwei von uns führen ihn in die Irre und einer führt ihn raus. Man muss den richtigen finden. Aber vorher müssen wir ihn drei teilen. Oh, Alter. Ich habe also nur drei. Ich nehme ein Bein. Also ich bei meiner Quest steht, ich habe 23 von 30 Gegnern getötet. Ich habe aber angeblich insgesamt 29 getötet. Versteht man nicht. Da steckst du nicht drin. Also wir haben auf jeden Fall jetzt seinen Typen gerettet. Jetzt sollte er ja übelst dankbar sein. Ja. You got Clem. He's a special guy, you know. Little weird, but a hell of a fighter. And that's the thing. He still needs your help to retrieve his custom weapons. Warum helfen wir ihm? Gut, ich glaube, er hat uns geholfen, dieses Ding loszuwerden, ne? Welches Ding? Achso, die am Anfang. Fußfessel, ja. Hole Clems Grakatas zurück. Warte, ist das derselbe Ort, in den. Also, wir müssen jetzt in denselben Ort wieder einbrechen, oder was? Grakatas. Ja, weil seine Waffe ja an einem ganz anderen Ort war. Das kann man nicht in einer Mission machen. Ich wette, wir kriegen am Ende, müssen wir ihm seine Waffe zurückgeben, aber er speist uns mit einer Blaupause dafür ab. Damit wir sie uns auch herstellen können. Genau. Er könnte nicht als Dankbarkeit uns das Original geben? Clem, warte, das ist unser Typ. Unser Typ ist ein Greenier. Cool. Na gut, was hat der da oben an seinem Panzer kleben? Seht ihr das, das auch? Ist eine, ja, das ist eine Granate. Diese kleinen Viecher kleben dir auch manchmal am Körper und die explodieren dann. Warum hat er einen an sich kleben? Weil er sie wahrscheinlich selber einsetzen kann. Achtung. Oh, Stromwasser. Ja. Oh. Man kann das Stromwasser auch ausschalten. Ja. Immerhin kommt er mit, um seine Waffe zurückzuholen. Ja, das ist doch mal nett. Er lässt uns nicht die Drecksarbeit ganz alleine machen. Er hilft wenigstens bei der Drecksarbeit. Hier sind noch Plastide, falls jemand braucht. Nimm Clems Zwillings. Okay, hat irgendeiner von euch genommen, glaube ich, oder? Are you sure, Clem? Ja, ich glaube, ich war das. Okay. Kannst du jetzt auch benutzen? Nö. I'm just going to assume you're up for that. Check your map. Jetzt sollen wir nach dem Gunier suchen, der seine Waffe genommen hat. Einfach nur aus Rache, oder? Ich dachte, wir sind die Guten. Hallo, was würdest du denn machen, wenn dir jemand deine Lieblingswaffe klauen würde? Ja, nachdem ich sie wieder habe, ist es mir egal. Du würdest nicht deine Lieblingswaffe an
dem Dieb ausprobieren? Ernsthaft? Was? Ernsthaft? Du was? Hast mich als Abzug dagegen geschickt. Nice. Bist du drauf gelandet oder wie? Ja! Geil. Totally planned. So. Calculated. Simple job. So. Ich wollte meine Aura gar nicht anmachen. Wir haben Alarm ausgelöst. Oh nein. Ah, komm. Aura! Ich habe das Gefühl, wir sind mittlerweile ein bisschen zu stark. Schwarzes Feuer überall. Er ist da. Ein Boss. Ja. Nice. Haut ihn. Er ist tot. Oh, das ist unser. Hast du gerade versucht, unseren Typen zu schlagen? Ja. Nur weil er ein Gynir ist, du Rassist. Ich dachte immer, die Gynir hassen uns. Warum hilft uns einer? Ich weiß es nicht. Er ist ein Waffenhändler. Ich muss es ja nicht jucken, wen er an Waffen verkauft. Stimmt. Da hinten? Was ist der Riesen? Mal. You made it. You made it. Unfassbar. Ich hab zwischenzeitlich gedacht, wir schaffen das nicht. Was? Oh. Muss auch nur noch einmal in eine Mission mit Nova reingehen, dann ist die fertig. Guck mal, die haben ernsthaft nur Kaffeepause. Ja? If you help Clem, we can all share in the spoils. Er hat was von Beute gesagt. Hilf da, wo das Relikt zu bekommen. Okay. Warum tun wir das alles? Weil wegen Baum. Ja. Aber ich finde diese Aura von Amber so witzig. Du läufst einfach durch diese Niederleveling-Dinger durch und alles kippt um dich um, weil es in Feuer verbrennt. Mir fällt das Zeug einfach so um. Na, ich bin Schlammsäulen, cooler. Ich wollte schon wieder auf Glam schießen. Ich hab auf ihn geschossen. Sie wissen schon, dass wir hier sind. Sauerstoff. Ach, wer braucht sowas? Sauerstoff ist für Loser. Brenn, Baby, brenn. Ist nichts mehr da zum Brennen. Oh, kommt doch genug. So, wo wollen wir uns die 10 Minuten verschanzen? 10 Minuten lang. Ich werde wieder schneiden dürfen, ohne Ende. Ich weiß noch nicht, wir können auch... Wobei, eigentlich habe ich gar keine Lust, hier so viel rumzusuchen. Kann es hier irgendwas Gutes geben? Ich habe Wasser gefunden. Du hast Wasser gefunden, dann hast du es mal. Nass. Ey, ich habe es geschafft, nicht reinzufallen. Oh, hier sind aber schön alle im Gänsemarsch. Capsule incoming. Ich finde das schöner, wenn Space Mom sagt, dass Life Support da ist. Ja. Das hat einfach nicht dasselbe Feeling, wenn er das macht. Na, Aura aus. Alter, ich hab schon wieder auf ihn geschossen. Ey, der Typ. Sag mal, liest einer von euch, was die Devs da unten schreiben? Ja. Die haben echt Bock, ey. Das sind coole Devs. Es sind höchstwahrscheinlich Informatiker. Ich kenne das irgendwo, ja. Nein! Wie kommst du denn darauf?
Wir müssen nur 10 Minuten ausharren, oder? Ja. Alter, 7K-Crit. Ich bin dafür, wir treffen. Ich habe schon wieder das Wasser gefunden, oder ich habe anderes Wasser gefunden. Wollen wir mal gucken, ob man irgendwo durch das Wasser durchkommt, irgendwo hin, wo es cool ist? Nein. Du willst doch nicht Life-Support unter Wasser sammeln. Ja, ich meine, ich will ja nur gucken, ob wir irgendwo rauskommen, wo es schön ist. In Hawaii oder so. Nein. Hier gibt's nichts Schönes. Nur kalter, harter Stein. Ja. Zum Half-Preis Life Support. Uh-huh. Just kidding. Here comes another. Bist du an Sauerstoff zum halben Preis interessiert? Nice. Nein, ich bin schon wieder im Wasserraum. Nein, ich bin ins Wasser gefallen. Oh, okay. Ich hab den Extraction Point gefunden. Ja, nice. Dann bleib mal da und. Ihr müsst unbedingt in dieses Wasserloch rein. Das ist richtig geil. There it is. Ihr verpasst was. Wirklich. Das war äußerst knapp, dass ich es noch auf die Kante hier geschafft habe. So, du hast markiert? Wir müssen auch aufpassen, dass unser Kollege hier nicht stirbt übrigens. Ach, der stirbt doch nicht. Na, Full Life ist er nicht mehr. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wo er sich gerade rumtreibt. Ja, er ist eigentlich die ganze Zeit hier hinterhergerannt. Ja, er ist bei mir. Okay. Und ihr seid Richtung Extraction, nehme ich an? Ja. Also, hoffe ich mal. Wir können uns bei der Extraction gut verschanzen, denke ich. Ja, wir müssen uns, glaube ich, gar nicht verschanzen. Die Gegner sind so schwach. Wir müssen nicht, aber... Hier ist Extraction. Okay. Ach, übrigens, ich habe noch mal Wasser gefunden, wenn du da hinten reingehst. Da ist Wasser. Geil. Also das letzte Wasserloch, in dem ich war mega geil. Und eigentlich muss ich das hier auch untersuchen. Ah, das Wasserloch hier ist mindestens genauso geil wie das andere. Du willst ein Wasserloch? Dann komm her. So. Ja, jetzt können wir hier mal richtig aufräumen. So. Problem gelöst. Kommt der Typ jetzt wieder? Ist das die wieder? Boah, wär mega witzig. Ich dachte gerade, einer von euch hätte das gesagt. Ich hab mir gedacht, okay. Klingt nicht ganz so gesund. Wo ist denn der Typ? Weiß es nicht. Sind das nicht wieder diese drei? Nö, das war ja nur ein Typ. Ich glaube, hier war der gerade. Der ist hier so rumgesprungen, wie sonst was. Ja. Wo? Weiß es nicht. Ich hab grad meine Aura entladen. Hat's ihn gekillt? Vermutlich. Ich hab keine Nachricht bekommen. Vielleicht stirbt er auch einfach nur so. Ich habe ihn aus Versehen getötet, ich meine. Oh, shit happens. Übrigens, du kannst hier auch ins Wasser reinspringen, wenn du möchtest. Oh ja. Ist das denn genauso interessant wie das andere Wasser, was ich gesehen habe? Es ist viel größer. Viel größer. Viel. Das andere war doch riesig. Hier, spring mal hier rein. Da sind auch ein paar Leichen unten im Wasser. Nee, sie leben. Nee, sie leben. Die Leichen. Das ist kein gutes Zeichen. Nee, sie schwimmen in einem extra Tank rum. Also sind sie jetzt am Leben oder nicht? Sie
Sie sehen lebendig aus, aber es trennt uns eine Glasscheibe. Ich kann nicht mit ihnen reden. Das sind doch diese Viecher von dem Boss. Nö. Aber es kommt rein. Das stimmt. Capsule incoming. Incoming. Feels better already. Oh, 2 Minuten noch. In dem Wasser war ich schon. Das andere fand ich besser. Sandbeschleuniger. Nice, wo treibst du dich eigentlich rum? So kilometerweit weg. Wo ist Clem? Weiß ich nicht. Er war bei dir. Ja. Hast du nicht auf ihn aufgepasst? Irgendwo wird er sein. Ich laufe hier nur durch und kümmere mich um gar nichts. Okay, die Devs. Ich glaube, wir haben das Problem gefunden, warum Last Life nicht online gesehen werden konnte. Warum? Weil das mit den Updates zu tun hat. Und die Devs gerade auch unten reingeschrieben. Dass sie gespammt werden mit Nachrichten. Warum sehe ich nicht, dass meine Freunde online sind? Oh nein, ich habe keine Freunde mehr. Deal time. You interested in some half-price life support? Ey, den Joke hast du schon mal gebracht. Here comes another. Der wird mit der Zeit nicht besser. Lass ihm doch die eine Sache in seinem Leben. Ich bin jetzt in das andere Wasser gefallen. Ey, ist ja tatsächlich Zeug. Oh, da ist irgendwas Blaues. Geil, NAV-Koordinaten. Ich find's interessant, dass man nicht überall raus kann, nur an bestimmten Stellen. Wo war nochmal Extraction? Da, wo ich bin. Bei Lukas. Was ist der denn? Ja, jetzt ist er gleich fertig hier. Nein, 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 nicht da rein. Irgendwas ist hier verkehrt. Ich habe gerade mega viel Energie eingesammelt. Der Typ ist ein Pokémon, er kann nur Clem sagen. Deswegen heißt er auch so. Was spammen die da unten? Clem Klonplaupause. Die werde ich niemals benutzen. Niemals. Clem Klonplaupause. Boah, ich will 20 davon. Ich laufe mit einer Clem-Armee durch die Gegend. Und ich kann alle nur Clem sagen. Boah, das wäre richtig gut, wenn die ganze Zeit Clem sagen. Dann hast du so eine Armee an Leuten hinter dir herlaufen damit. Clem, 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 Clem. Das dann 20 Mal richtig gut. Ich glaube, die Devs schmeißen uns jetzt einmal kurz aus dem Spiel raus. Oder? Nein. Doch immer. Komm und triff dich nochmal mit mir. Das war fantastisch, Tenno. Du hast Clem und mir wirklich einen Gefallen getan. Komm und treff uns im Relais, damit wir dir persönlich danken können. Na okay. Komm, das schaffen wir noch. Da go, go, das. Go. Ja, ich Merkur, Relais. La Runda. Let's go. Eigentlich sollten wir gerade das Mission Impossible Theme summen. Okay.
Ich befürchte, dass wir uns für mich gleichzeitig sind, aber ich habe, glaube ich, 50 Millisekunden Verzögerung auf dem Teamspeak. Es macht Zusammensummen etwas schwer. Wie hieß der Typ noch? Ganz unten. Darvodil. Wow, er hat sogar Deal im Namen. Hier ist der Hero. Klum ist sehr glad, you saved him from certain death. Klum, Gargata. Oh, oh yeah. And that you got his Gargata's back too. Klum. And I'm happy to have this fancy Orkin relic. Here is a little something as a symbol of our appreciation. Quest abgeschlossen, ein Mann weniger Worte. Davo braucht wieder deine Hilfe. Rette einen seiner Auftragnehmer. Quest erneut spielen? Nö. Verlassen. Emma für nur 90 Platin. So, Terno. Wer will das haben? For a little job on the side? Okay. Aufspielen abgeschlossen. Starte neu, um das Update zu erhalten. Wir sind aber sowieso durch mit der Quest. Da würde ich sagen, wir tun, was die Devs uns sagen, bevor wir rausgeworfen werden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Warum habe ich noch ein Quest-Symbol auf ihm? Ich hoffe, das ist einfach nur ein Fehler. Tschüss.